Ihr wunderhübschen Menschen da draußen, ihr wisst ja noch, in der letzten Folge sind wir hier abgestürzt im Spiel. Wir wissen nicht warum. Steam war es ja, ne? Steam. Jetzt ja. Die Frage, waren wir bei der. Was? Wir waren ja bei so einer Quest mit dem Krügen. So, pass auf. Tagebuch war das, ne? So, Kriminelle, ich habe das im Griff. Das war die Honigwabe, okay. Krug. Sprich mit Potsnovmir. Okay, wir haben das mit den Krügen noch gar nicht gemacht, also jetzt. So ist das ist einfach wieder. Wir müssen es einfach nochmal neu machen. Okay, dann hat direkt nachdem wir die Mist angenommen haben. Ja. Dann weiß ich ja schon mal, mit welchem Jungen ich reden muss. Ja. Aber einen Krug hatten wir ja nicht gefunden. Ein einziger, ne? Ja. Das ist doof. Wer ist das? Bitter. Wer ist denn Brutsnovia? Wer ist das nochmal? Wie hieß er nochmal? Das Balk. Potsnomia. Wer ist denn Potsnomia? Kann man das nicht anzeigen? Das ist der Händler. Ach ja, stimmt, das war der Händler, genau. Ja, der ist nicht da. Ja, es wird gerade Abend, glaube ich. Ah, ich weiß, wo der wohnt. Oh, hier läuft ein Baby. Das ist ja süß. Das ist niedlich. Haus um. der war ja hier im Haus, ne? So, hier ist er, ne? Das müsste der sein. Ah ja, okay, supi. So, stimmt, der hatte ja gesagt gehabt... Oh, ich habe zu viel geklickt. Okay. So, dann wollen wir mal. Eins. Zwei. Die Tunika ist übrigens nicht mehr in dem Korb. Ah, hier ist eine Tunika. Ne, ist eine andere. Das ist eine andere Tunika. Wie fährst du? Wir haben jetzt drei, vier. Okay. Dann fehlte der eine. Ah, ne, den weiß ich nicht, wo der war. Weil bei ihm war da haben wir dann gesucht und dann ist abgestürzt. Wo kann der denn sein? Auch mal rund um die Taverne rum. Ein Holzrad. Geil. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Nochmal Assassin's Creed zitiert. Wo kann der sein? Hier. Ich gehört das ja hinter auch noch zu dem. Oh, man kann das Holzrad auch stehlen. Was kann man denn mit dem Holzrad? Mhm. Können wir uns auch da irgendwie einen Schuppen, eine Karren machen oder was? Vielleicht, ja. Okay, ich muss mal den. Oh, ich glaube, die Kinder sind alle im Bett. Scheiße. Finde ich aber nicht gut. Ich muss mit dem Balk doch noch watschen. Kurz mit der Nase hier putzt. Ah ne, stimmt, das ist schon, abgeschlossen. So weit waren wir gar nicht zurück. Wir waren vielleicht 5 Minuten bis 10 Minuten. Ja, eigentlich die Zeit nur zum Rumlaufen waren wir. Kaninchenprinzessin, ja, ist abgeschlossen. Cool. Ja, aber trotzdem ein bisschen doof, dass wir diesen letzten Krug nicht finden. Jetzt wird es auch noch Nacht, das ist auch noch bescheuert. Ah, wir müssen was trinken. So. Okay. Die Questmarkierung bei dir auch einfach nur auf dem Marktplatz gerade. Woran siehst du das? Mit dem Ausrufezeichen oben. Wird gezeigt Richtung Taverne, glaube ich. Mir ist es auf dem Marktplatz. So, aber geht der Junge nicht rein? Es wird langsam Abend. Ich guck mal, wo das Ausrufezeichen ist. Hier. Ja, hier auf dem Markt. Nee.
Bei mir ist das Sulibor. Oh, du schon wieder, okay. Wie ist die Ernte? Könntest du noch bitte... Welche Quest hast du markiert? Ich habe jetzt die Krugjacke markiert. Ah, nee, ich hatte nur die Krugjacke markiert. Okay, war mein Fehler. Der wird mir auf dem Markt... Nee. Bei mir nämlich auch. Nee. Hä? Hä? Wieso kann ich... Ich kann... Ist egal, wo ich hinlaufe. Bei mir ist das Ausrufezeichen immer in der Mitte. Ja, wenn du wahrscheinlich... Also ich bin jetzt hier direkt an dem Brunnen. Und da... Ich sehe es nicht. Und wenn ich ein bisschen weiter weggehe, dann... Nee, bei mir ist es immer in der Mitte. Ist egal, in welche Richtung ich mich drehe. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, in der Mitte vom Markt halt. Nee, in der Mitte von meinem Kompass. Das meine ich. Das bewegt sich nicht mit. Ja, weil du in der Mitte vom Markt... Nee, ich bin nicht im Markt. Ich bin irgendwo in den Häusern. Der bewegt sich nicht mehr mit, der ist fix. Kilmisch. Ich guck mal trotzdem den Markt weiter ab. Ich guck grad nur um das Haus herum. Sag mal, schläft denn? Geht der nicht ins Bett hier, der Junge? Ist doch viel zu spät. Ich würde hier gerne was klauen, aber ich habe nichts, dass man das sieht. Wo ist der letzte bescheuerte Krug? Das nervt mich so ein bisschen. Vielleicht gehe ich mal da auch. Was macht denn der beruflich? Ah, ich habe gefunden. Yay. Der war oben auf der, wie heißt das nochmal, das oben Teil von der Mauer? Palisade, dankeschön. Ich wollte auch sagen, auf der Brüstung. Ist einfach abgeschlossen oder muss ich jetzt noch mit jemandem sprechen? Nee, ich muss nur mit der Alten sprechen. Ich würde mal mit ihr sprechen. Ja. Nee, ich muss mit dem sprechen hier, mit Barlim. Ah ja. Oh, ich war zu schnell gedrückt, ey. Ich wollte zweimal drücken, jetzt habe ich einfach durchgedrückt. Naja gut, egal. Hauptsache Quest fertig. Gut, hat ja gut geklappt. Dann fehlt noch das Wetttrinken und ich habe das im Griff, wo wir den Ironikwabe abgeben müssen. Können ja mal Wetttrinken. Muss man dafür tun. 100 Meter ist der entfernt. Ich muss aber sowieso was trinken. Ich würde im Winter auch immer aus dem eiskalten Teich trinken. Stimmt geil. Oh, krass. Ich habe gerade einen ganzen Korb leer gemacht. Was noch, den Korb, wo du sagtest, da wäre ein... da war eine Tunika drin. Und die habe ich jetzt leer gemacht. Da war nicht nur eine Tunika drin, da war eine Filzweste drin. Eine einfache Tunika war da drin, eine Filzweste war da drin und ein Filz... irgendwas anderes noch, da war noch ein anderer Filz. Das ist gut, das können wir die Leute... Ich spreche gerade mit dem Maslav, mit dem man Wetttrinken machen soll. Okay. Und der ist aber ganz nervös auf einmal, als ich die Tonkrüge anspreche. Was sagt er... Ich nervös? Bist du draußen? Nein, ganz und gar nicht. Ich bin draußen, ja. Und jetzt kann ich auswählen, entweder also gut. Oh, schau mal, der Quartiermeister und Balim. Oder lüg mich nicht an, ich bin nicht blind. Ich komme mal zu dir. Ja. Meine Fackel ist gerade kaputt gegangen, deswegen ist ein bisschen dunkel da drin. In dem Gebiet war ich noch gar nicht, wo wir gerade sind. Ah doch. Da geht's zu den Flüchtlingen. Ja, ist das hier im Haus? Ja, ne? Hallo. Also, was waren die zwei Antworten? Oder hast du schon genommen? Nee, also gut. Schau mal. Der Quartiermeister in Barlim oder lüg mich nicht an, ich bin nicht blind. Du kannst du zugehen? Mhm. Ja, eigentlich cool. Genau. Weil ich habe ihn auf die Tonkrüge angesprochen, er war plötzlich ganz nervös. Ja, eigentlich schon direkt, lügt mich nicht an.
Ja, aber man kann auch drohen mit dem Quartiermeister und dann wird er schon automatisch plaudern. Aber wir sind ja ein bisschen grober. Okay. Und du sagst mir, du bist nicht böse. Und den Krug raus. Erstmal trinken aus dem Krug. Jetzt habe ich einen mitgenommen, aber ich gebe ihn nicht zurück. Warum nicht? Weil ich mein letztes Wetttrinken dann dieses Krugs gewonnen habe. Also hast du ihn gestohlen. Ich habe ihn verdient. Ich bin sicher, dank ihm werde ich nie verlieren. Ich habe ihn als Preis mitgenommen. Sekunde, ich habe gerade nicht mit, weil ich mache gerade ein paar schöne Fotos. Du kannst nicht alle Krüge. Ja, erste, würde ich eher sagen, ne? Lass uns dann nochmal. Wir trinken um die Wette. Wenn ich gewinne, behalte ich den Krug und du wirst Balim nichts sagen. Treffe keine Abmachung mit Dieben, wenn wir selber Diebe Ja, sind. genau. Das fand ich auch gerade lustig. Aber der Dieb sagt ja selber nicht zu sich selber, dass er Dieb ist, ne? Ein Dieb ist. Ja. Ja, er würde Spaß machen, selbst mal zu saufen, ne? Ja. Aber wer weiß, ob der uns betrügt? Wer weiß, ob der so einer ist, der so ein Schluckspecht ist und der ohne Probleme trinken Wobei, kann. wir können auch, glaube ich, vorher Johanniskraut oder so essen und dann hältst du eh mehr Vergiftung und mehr Alkohol aus, irgendwie so. Okay. Ach, nimm einfach, bist du verrückt und ist gut. Ja, komm, ich verprügel dich sonst. Bereuen. Sprich mit Bali. Ja, machen wir uns kurz. Wir können doch jetzt heute Abend, draußen sind wir jetzt hier, in dem Gebiet waren wir schon länger nicht mehr ausräumen. Sollten wir mal, ich meine, gucken, Mal erkunden, was es Neues ob gibt. alles in Ordnung ist. Im Dorf ist alles in Ordnung. Ich habe leider keine Fackel mehr. Kostet ja auch schnell eine. Dafür brauche ich Stroh. Kann man eigentlich Menschen auch hier Leute auch ermorden, also irgendwie anschießen, abfackeln? Ich glaube, dafür ist das Spiel ja nicht so ganz ausgelegt. Oh, ich klaue hier gerade einen ganzen Kornspeicher. Alles voller Korn. Cool. Hallo, liegt hier jemand? Ach, scheiße. Finde es echt nicht nett, dass die hier alle schlafen. Unverschämt, dass sie uns nichts draußen lassen. Ja. Also wirklich. Ah, hier ist ein Eimer. Hier sind zwei. Die habe ich auch schon. Ich musste Ah, mich hier ist erst auch noch drehen. einer. Hier ist noch ein. Ich war ja auch gerade aus. Hier zu drei Eimer jetzt geklaut. Fels blockiert. Okay. Warst du in der Mühle? Bekannt. Ja, in der Mühle war ich schon. Ist auch ein bisschen kalt. Wollte den Heuhaufen anzünden. Okay, komm, gehen wir schlafen kurz. Ja, müssen wir kurz wieder zu unserem Heiler. Wir können auch mit Balim erst reden. Ja, da ist leider Schlaf gemacht. Wer weiß, wofür für. Oh, Wasser, stimmt. Cool. Kann ich meine Wasserflasche auch hier auffüllen?
Du musst es eigentlich überall auffüllen können. Cool, hat geklappt, ja. Jetzt habe ich auch wieder eine Fackel. Sehr schön. Ja, wie bist du hochgekommen? Jump'n'Run. Krass. Ich klingel den jetzt aus dem Schlaf hier, wenn du mit dem jetzt noch reden kannst. Komm her. Wo war das nochmal? Ich weiß, wer euren Krug mitgenommen hat, aber er weigert sich, ihn zurückzugeben. Ah. Du bist zum Questgeber gegangen. Ja. Er weigert sich, ihn zurückzugeben. Wer? Maslav, er glaubt, der Tonkrug bringt ihm Glück und will sich nicht davon trennen. Also hat er entschieden, ihn zu stehlen. Einfach so. Ich zeige ihm, was ein glücksbringender Tonkrug ist, wenn ich ihm diesen Krug, und dann schlage ich ihn in Stücke und dann. Warum einen guten Tonkrug verschwenden? Du hast recht, verdammter Säufer, der Quartiermeister wird davon erfahren. Aber zuerst starte ich ihm selbst einen Besuch ab. Schnapp dir den Bastard. Ja, komm, schnapp dir den Bastard. Okay. Ist natürlich unser Bier. Die Honig. Den Honig brauchen wir noch. Ja, aber Honig, wo kriegen wir Honig? Das ist die Frage. Weiß ich auch. Das ist die Frage, ich habe keine Ahnung. Ja, gehen wir mal zum Heiler und pennen. Geht schon dran. Ich schlafe schon. Guten Morgen, liebe Sorgen. Wir sollten dann unbedingt mal zurück, ne? Die haben kein Trinken mehr. Wer hat kein Trinken mehr? Unsere Leute. Oh, ja, sind die so doof, ey. Wir haben, mein Gott. Also gehen wir, oder was? Ja, wir müssen ja zu dem Subibor. Vielleicht hat der auch irgendwo einen Honigwaben rumliegen. Warum? Ich habe keine Ahnung. Oh, hier ist eine Sense. Ja, ich habe schon eine Sense geklaut. Eine Eisensense. Strohhut. Das ist Solibor. Ja, bla bla bla. Könntest du bla bla bla. Nee, mit dem kann ich nichts machen. Ja, vielleicht gibt es aber hier gerade in dem Eck noch rumherum irgendwas vielleicht. Ich weiß nicht, ob die Jahreszeit Honig? Gut, der will ja nur eine Wabe haben. Ja, aber wo willst du den herholen? Aus irgendeinem... Da liegt ja was rum. Aber wir können auch erstmal zurück und die... Ja. Unsere Leute, bevor die verdursten, weil die zu doof sind. Ja, das ist echt doof. Hast einen schönen Brunnen, dann macht mir nichts daraus. Ja, du musst jemand anheuern, der an den Brunnen geht. Ich frage mich immer noch, wo dieses blöde Tonvorkommen war. Das war irgendwo am Rand. Auch immer nur zu einer bestimmten Jahreszeit. Ah, oder es kann auch so ab und zu spawnen. Oh, davon ist ein Wagen umgehebt. War der eben letztes Mal schon da? Der Typ spawnt immer wieder mal. Aber ich glaube, der war schon da. Liegen da Milchflaschen auf dem Boden? Ja. Ja. Die voll? Ja, die sind voll. Nimm die auch mit. Die waren doch voll. Die waren noch, Die hat noch viel Geld eingebracht. Wie viel war das nochmal? Die waren recht teuer. Met. Ah, dieser auf Schnee gehen Sound finde ich super. Ich weiß, dass ihr in Deutschland genug Schnee habt im Moment. Aber ich finde das schön. Ich finde es auch sehr schön. Aber ich kann die Scheiße einmal doch hier auffüllen, ne? Ja. Dann mach ich das jetzt direkt hier. Wenn ich die Eimer finde, wo sind meine bescheuerten Eimer? Oder es geht nur am Brunnen, das weiß ich nicht. Ich guck mal. Nö, nee, kann ich auch. Eimer füllen. Okay. Wer braucht denn Wasser? Ja, das Haus, wo die beide wohnen. Achso, das sind die. Dann lege ich direkt den Eimer Wasser hier drin. Der ist ein bisschen Salmonellen verseucht, aber gut.
So, einmal Wasser. Zack, und Wasser ist weg. Faulen Schweine hätten auch mal was selber tun können. Ja, ne, das ist echt der Hammer. So, ich gehe den zweiten Eimer auch noch dazu holen. Wir haben ja genug Eimer, ganz ehrlich. So, ich habe zwei Eimer voll gemacht. Insgesamt drei jetzt. Und die lege ich denen jetzt da rein. Das sind ja unsere einzigen Leute, die wir haben. Ja. Dann kriegt jetzt Wasser und das ist gut. So, wir haben jetzt genug Wasser für die nächste Zeit. Produktion nicht ein. Ah, wir brauchen wieder Werkzeug für den Holzschuppen. Also wieder Steinäxte. Jetzt teste ich nochmal, wenn ich das jetzt... Reicht das, wenn ich das ins Materiallager packe? Wahrscheinlich. Ich tue dir eine Eisenhacke. Ja? Die habe ich geklaut. Ja. Gefunden. Und eine... Ne, die Kupfersichel, die ist geil. Ja? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Hm. Mach die ins Materiallager. Die holen die sich die dann selber raus, habe ich gerade gemerkt. Okay. Dann lege ich dir hier noch. Wo habe ich denn die Sense? Also, Weizenkorn gebe ich dir noch. Zwei Stück. Weizen. Ja, Korn zum Trinken geben. Roggenkorn habe ich geklaut, gefunden. Dann Leinsamen. Weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung, was für Samen das sind. Hafer. Nein. Okay. Dann Haferkorn. Wo legst du es jetzt rein? In deinem, wo der Dung und Eisen Sachen hier sind. Direkt neben dem. Die Scheune. Scheune, ja. Hä, wo ist denn? Komm, ich hatte eigentlich die, die Sense mitgenommen. Finde ich gerade nicht. Na egal. So, ich guck mal ganz kurz. Also, ich habe gefunden eine einfache Tunika. Das ist das, was wir anhaben. Dann habe ich, was wir am Anfang an hatten. Dann habe ich ein einfaches Leinenhemd, habe ich noch. Das war, glaube ich, von mir. Dann habe ich eine gesteppte Weste, das ist die wir anhaben gerade. Dann habe ich eine Hose und Hose mit Manschetten. Dann habe ich noch Mütze, Pelzumhang. Okay, das ist alles. Und eine normale Tunika noch wieder. Mhm. Ich meine, ich hätte gerade eben Filz gehabt. Wo ist denn das? Da, und eine Filzweste habe ich auch noch geklaut. Gefunden. Wir haben voll viele Klamotten gerade. Ich lege die mal mit bei mir. Alles nur so rum. Ja. Ich lege das mal ins Haus. Fleisch mit Soße. Kostet Zwiebeln, Fleisch und Holzteller. Lerne ich auch mal. Zwiebeln müssen wir auch noch ein paar haben. Okay. Ganz ehrlich, ich würde noch mehr Leute anheuern wollen. Wenn das mal eine noch, ja. Ich mache noch ein bisschen. Ich gehe noch ein bisschen in die Küche. Ich habe einen großen Weidenkorb noch. Haferbier. Holzstamm habe ich irgendwie mitgeschleppt. Dann Sichel. Als Teller. Okay. So. Guten Tag. So, ich muss noch was kochen. Vielleicht haben wir noch irgendwo Fleisch rumfliegen. Zumindest muss ich was jagen gehen. Ne, ab kann nichts mehr. Ich stell mal noch ein paar Holzteller her, dann können wir nämlich Essen machen. Ja. Oh.
Irgendwo fehlt noch irgendwas an Materialien, so wie es aussieht für die Leute. Warum? Was fehlt denn denn? Ich habe oben links habe ich so ein Ausrufezeichen. Oben links? Fehlt nichts. Ach so. Aber auf dem. Heißt immer noch kein Werkzeug. Ah, vielleicht ist die Axt aber auch schon wieder kaputt. Natürlich sein. So, ich bringe nochmal was ins Lager. Achso, du bist ja gerade da. Finde ich mal doof, dass ich immer keine zweite Kiste hier noch einsetzen kann, die auch noch damit funktioniert. Ich habe noch eine Bronze-Sichel. Die tue ich auch mal hier rein. Bretter rein. Fleisch mit Soße. Kann das jetzt Fleisch mit Soße? Ah, das hast eine höhere Temperaturtoleranz. Das ist natürlich cool. War nur für recht kurze Zeit, aber immerhin. So, ich glaube, ich bin jetzt gerade. Ich glaube, ich habe alles rausgeholt, ne? Die Kupferbolzen, wo sollten die nochmal am besten hin? Auch hier rein? Ja, mach mal Materiallager. Oder in die Jagdhütte. Ich glaube, da sind so die ganzen Bögen und Pfeile drin. Hast du die Kupferbolzen geklaut oder ich? Ich klaue generell nichts. Okay. Ich bin ein rechtschaffender Mensch. Ja. Oh, wir haben die Schmiede freigeschaltet. Haben wir gerade? Ja. Ah, jetzt kommt's gerade bei mir. Cool. Aber ich hab was für dich. Eine. Jetzt schon essen? Also wenn du kannst, ja, aber ansonsten nicht. Nee. Pass auf. Hammer. Bauen. Schmiede. Wo ist die Schmiede? Landwirtschaft vielleicht? Nee. Scheune. Nee, Produktion müsste das sein. Gewinnung. Landwirtschaft. Ja, Produktion. Ah. Schmiede 1, ja. So. Jetzt müssen wir gucken. Die Schmiede. Welches Gebäude hast du jetzt gerade? Wo bist du gerade drin? In der Küche. In der Küche. Also, was ich mal gelernt habe, die Schmiede ist immer eher am Rande von der Siedlung wegen dem Feuergefahr. Ich meine, im Spiel ist es egal. Ja. Aber das habe ich mal irgendwie gelernt, dass die Schmiede immer ein bisschen abseits war. Ja, ich würde das gerne so haben, dass wir, weil wir brauchen ja Materialien, die ziemlich schwer sind. Die müssen, vielleicht können wir es ja direkt hier hinsetzen. Guck mal, direkt hier. Was ist das für ein Gebäude hier nochmal? Das, wo ich gerade vorstehe? Ja, ich bin gerade beim Craften. Moment. Ich mach's ganz kurz weg. Werkstatt. Direkt vor die Werkstatt würde ich setzen. Gegenüber. Ja, ja. Hier, guckst du mal an? Ja, warte. Bis gleich. Ja. Hier? Ja, ich würde sogar noch, vielleicht sogar eher noch hier auf den Hügel mehr drauf. Dass es nicht so scheps geht. Ein bisschen zu dir. Ja. So? Ja. Keine Steine, Mutter. Hast du noch Steine? Du fliegst doch direkt gleich hier rum. Du gehst einfach den vorbei. Geil. Wir waren Steine. Läuft an den Steinen vorbei. Bei mir waren keine auf dem Boden. Ja, doch. Ich habe leider sogar 3 oder 2 weggemacht, weil ich dann die Straße, den Weg darüber gebaut habe. Steine sind fertig jetzt. Hier liegen am Wasser so viele Steine. Okay, ich komm hoch. Ich freue mich auf die Schmiede. Okay, fertig. Wow. Oh Mann, hier ist ja alles weggehackt. Puh,
Gibt es hier mal irgendwas, das... Wir haben ja gar kein... Wir haben noch bestimmt 10.000 Stämme, oder? Ja. Das passt. Nimm mal 12 Stück, 13 Stück mit. Ja, ich nehme den Rest. Oder den nächsten Teil. Ich nehme 13 mit. Das waren die letzten. Ja, da musst du mal wieder was arbeiten da oben. Aber irgendwie heißt ständig, dass der Material fehlt. Werkzeug fehlt. Stücke. Ja, ist wieder. Kein Werkzeug. Hä? Hä? Ich habe kein Material. Ich habe gerade Holzstamm alles mitgenommen, 13 Stück. Hä? Habe ich nur eins mitgenommen oder was? Hm? So. Ja. Ich habe den Regler nicht auf Maximum gesetzt. Wir brauchen nur noch Stroh und... Ah doch, zwei Holzstämme noch. Zwei, drei. Nur? Ja. Steinaxt. Ich mache noch ein paar Steinäxte, glaube ich. Und dann lege ich die in den Holzschuppen. Vielleicht nimmt sie dann von dort. Ich hatte eigentlich gedacht, die nehmen die aus dem Materiallager raus. Die Werkzeuge. Aber anscheinend brauchen sie das dann doch an den Orten, wo sie arbeiten. Die nehme ich jetzt die Steinaxt hier reingelegt. Ja, das tut mir leid, das verstehe ich nicht. Es heißt kein Werkzeug. Ja. Und wenn ich aber dann auf die Waren herstellen gehe, heißt es wieder in Arbeit. Also arbeitet sie ja doch. Ja, was jetzt? Nein, ja. Es ist ja... Das finde ich blöd. Das ist ein bisschen doof gemacht. Und das erklärt halt nicht viel. Das ist ein bisschen doof. So. Stöcke brauchen wir noch. Und Stroh. Ich hier Stroh auch noch holen? Ich hol Stroh. Bin eh gerade da. Ah, okay, so viel haben wir gar nicht mehr. Stücke haben wir noch. Ist es nicht rührend, Leute? Gemeinschaftsprojekt. Cool. Erste Schmiede gebaut. Für die meisten Gegenstände, die hergestellt werden, werden Kupfer, Bronze oder Eisen benötigt. Bevor du eine Mine bauen kannst, musst du Erze einzeln suchen und abbauen oder sie von Händlern kaufen. Vergiss nicht, das ist ein Blatt. Okay, ich gehe mal die ganzen Erze holen, die wir hier drüben haben. Ja. Jetzt gucken wir, was wir dafür brauchen. Zum Erz, Anfeuern. Kupfererz, nee, Riesen-Erz. Zum Anfeuern. Brauchen wir da rein zufällig Kohle? Nö. Holz? Nö. Hä? Wie muss wo irgendwie angefacht werden, der ganze Quark? Ah, hier braucht man jetzt Holzstämme für das Werkzeug dann zum Herstellen. Aber die Äste, die ist jetzt schon an. Mhm. Ah, hier kann man Holzwaffen. Ah, hier können wir dann auch Lügen herstellen. Hammer herstellen. Okay, hier kann man dann nochmal alles herstellen. Steinspeer. So, ihr lieben Menschen da draußen. Ich sag jetzt erstmal Tschüssi, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann geht's hier ab zur hübschesten Schmiede der Welt, die wir hier haben. Die qualmt sogar schön schon. Sehr schön. Okay, Däumchen hoch, nicht vergessen. Bis denn. Und tschüss.